Hallihallo, ihr Hundsfotz da draußen. Was geht ab? Ich bin so euer allseits beliebter, geliebter und verehrter Dingolida, ihr. Was auch immer ihr seid. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr, was auszudenken. Eigentlich sollte heute ein neues Video zum Thema Blattende Dancefloor kommen, aber ich halte das hier für wesentlich wichtiger. Deswegen werde ich das jetzt mal verschieben. Und deswegen kann es durchaus sein, dass das, was ich dann in dem anderen Video gesagt habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann tatsächlich hochlade, nicht mehr aktuell ist, aber ich musste das jetzt zwischenschieben aus aktuellen Anlässen. Man hört das wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit M sage und außerdem die Stimme sehr komisch abgemischt ist. Das Ganze hier ist ungeschnitten, ungefiltert, unbearbeitet hier. Ich labe einfach drauf los. Ich mache das jetzt zwischen Tür und Angel, ich bin nicht zu Hause und habe auch keinen Computer, sondern nur mein Handy zur Verfügung. Es ist folgendermaßen. Wir alle wissen, dass kürzlich etwas Schlimmes passiert ist. Und ich habe schon Reaktionen darauf gesehen, die mir absolut nicht gefallen haben. Und deswegen halte ich es für wichtig, mich mal ganz kurz zu einem gewissen ernsteren Thema zu äußern, obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, ich will Good Vibes Only verbreiten, aber ich muss es einfach sagen, auch wenn ich wahrscheinlich nicht viele Leute damit erreichen will, aber ich finde das doch wichtig und ich habe es auch schon auf Facebook oder MoviePilot und all den anderen Sachen, wo ich halt online bin, gepostet und werde das jetzt hier auf YouTube auch machen. Ich werde, das sage ich nämlich gleich vorweg, ich berufe mich hierbei auf ein Video, beziehungsweise kein Video, sondern einen Ausschnitt aus Charlie Chaplins Film Der große Diktator. Und ich setze mal eine Spoilerwarnung hier hin, das ist nämlich eine Szene, die ganz zum Ende des Films erst kommt. In der Szene hält Charlie Chaplin eine Rede, da er mit dem großen Diktator Anton Hinkel verwechselt wird. Charlie Chaplins Figur ist ein namenloser jüdischer Barbier, der von Anton Hinkel, da er im Jude ist, auch ins Ghetto verfrachtet wurde. Allerdings haben die beiden eine so große Ähnlichkeit, dass sie werden beide von Charlie Chaplin gespielt, dass es zu einer Verwechslung kommt und nun der jüdische Barbier eine Rede halten muss statt Anton Hinkel. Und ich werde jetzt mal ganz kurz aus der Rede zitieren. Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern. Ich möchte weder, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist genug Platz für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben hat ihr... Tut mir leid, Wie gesagt, ich nehme das alles in einem Take auf hier. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Ich ziehe dich schon mal kurz weit. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins sein können. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. All denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet, für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Okay. Das dürfte, glaube ich, als Ausschnitt reichen. Die Rede dauert nochmal viel, viel länger und ich halte es außerdem nicht für richtig, die ganze Rede vorzulesen, wenn es in Charlie Chaplins Film, auch in der deutschen Synchronisation, wunderbar übersetzt, sowieso
wenn es dort sowieso wunderbar zu hören ist. Und was ich eigentlich hinaus wollte, ist, der Grund, warum ich das Ganze hier zitiert habe, weil ich der Auffassung bin, dass viele, die in diesem Film ein großes Meisterwerk sehen und ihm immer jahrelang zugestimmt haben, in diesem Moment genau das Gegenteil machen von dem, was Charles Chaplin hier lobpreist. Ich bin überzeugt, dass ganz viele von euch da draußen diesen Film lieben und verinnerlicht haben und trotzdem im selben Moment gerade etwas Negatives über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe schreiben. Und dabei ist es vollkommen egal, welche. Dabei ist es vollkommen egal, auf welcher Seite ihr meint zu stehen. Und es ist vollkommen egal, ob ihr meint, ihr habt Grund dazu. Ich lebe nach den Grundsätzen von Blur oder PLUR. Das ist ein Begriff, der eigentlich aus der Electro- und Techno- und Rave-Szene kommt und es steht für Peace, Love, Unity und Respect. Also Frieden, Liebe, Einigkeit und Respekt. Und das sollten die Grundsätze von allen Leuten dieser Welt sein. Als wir noch klein waren, haben wir ganz natürlich nach diesen Attributen gelebt, aber viele haben sie über Jahre hinweg verlernt. Stück für Stück, teilweise unterbewusst, unbewusst und in Zeiten, in denen es manchmal so aussieht, als könnten wir nicht mehr nach diesen Attributen leben. Ganz bewusst sogar, aber das stimmt nicht. Wir können immer nach diesen Attributen leben. Es ist viel bequemer, die Fehler einer Gruppe von Leuten zuzuschreiben. Aber es ist nicht die richtige Lösung. Es ist nicht richtig, Sachen, die einzelne Leute falsch gemacht zu haben, einer ganzen Gruppe zuzuschreiben. Das ist nicht richtig. Es passt einfach nicht. Charles Chaplin hat das bereits vor weit mehr als 70 Jahren gewusst. Mehr als 70 Jahre, 76 Jahre, um genau zu sein, also fast 80 Jahre, liegt diese Rede, die ich vorher teilweise in Auszügen zitiert habe, zurück. Und es ist jetzt aktueller denn je, und ich richte sie jetzt allerdings nicht nur an die Angreifer, sondern auch an denen, die meinen, sich zur Wehr setzen zu dürfen, allerdings damit selber angreifen und es gar nicht merken. Letzten Endes sind wir verschiedene Kulturen, doch wir sind ein Volk, das Volk der Erde. Und wir sollten trotz unserer Unterschiede in Sachen Herkunft, Glauben, Sexualität, Geschlecht, Spiritualität, welche Subkulturen wir angehören, welche Hautfarbe wir haben und welche Lebensweise wir für richtig halten, ob wir Mauerblümchen sind, ob wir extravagant sind, ob wir beliebt sind oder unbeliebt, ob wir am Rande der Gesellschaft stehen, ob wir arm oder reich sind, es ist vollkommen egal. Wir sind alle eines. Und das mag vielleicht für manche abgedroschen klingen, aber diese Worte kommen aus meinem Herzen und ich sehe einfach überall die Welt zerfallen. Es ist folgendermaßen: Vor ein paar Jahren war der große Aufschwung, an dem ich schon gedacht habe, unsere Werte werden jetzt letzten Endes verinnerlicht. Das hat gezeigt, zum Beispiel der Sieg einer Conchita Wurst beim Song Contest, das war ein Zeichen für, dass wir alle gleich sind. Es war ein Zeichen dafür, dass egal was passiert, egal woher wir kommen, egal wie wir sind, dass letzten Endes sind wir alle gleich. Und ich war so sicher, dass ab diesem Zeitpunkt die Brücken zwischen den einzelnen Kulturen, zwischen den Völkern und zwischen den Lebensweisen, zwischen den verschiedenen Sexualitäten, den Geschlechtern und so weiter, letztendlich geschlagen wurden, dass sie endlich erbaut werden. Aber in den letzten 2 Jahren oder so hat man sich große Mühe gegeben, sie wieder niederzureißen. Und da mache ich nicht mit. Für jede Brücke, die versucht wird, niedergeschlagen zu werden, bei denen sie versuchen, sie niederzuschlagen. Für jede dieser Brücke werde ich mit meinen eigenen Händen 2 weitere bauen. Verspreche euch das. Ich verspreche euch das. Und wir dürfen trotz allem, was uns sonst noch so stark zu unterscheiden vermag, nie vergessen, dass wir allesamt gleich viel wert sind. Und wir sollten uns an den Händen fassen und Liebe und Güte füreinander empfinden. Das ist meine Überzeugung und ich vertrete sie bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Das war
Also für die, die jetzt sich fragen, ob ich das hier geskriptet habe oder nicht, ich habe tatsächlich so eine kleine Mini-Rede geskriptet, aber ich habe 90% von dem, was ich gesagt habe, trotzdem improvisiert und so ein paar Sätze dazwischen vorgelesen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was mitgeben. Das war gerade extrem emotional aufwühlend für mich. Damit hätte ich nicht gerechnet, weil ich dachte, ich sage das hier eigentlich so ein bisschen nicht trocken runter, aber ich sag's, wie es ist. Es kommt aus meinem Herzen und ich denke mir, ich habe Charles Chaplins Rede ausgewählt, weil sie einfach die beste Rede ist, die jemals geschrieben wurde. Und weil ich denke, dass jeder zu diesem Film einen gewissen Bezug hat. Und weil ich mir denke, dass viele vielleicht nicht darüber nachdenken, wenn ich das alleine sage, mit meinen Worten. Denn die meisten Leute kennen mich nicht. Aber ich glaube, die meisten Leute sehen Charlie Chaplin als einen intelligenten Künstler, der für die richtigen Werte einsteht, ein. Und wenn ich sage, und wenn ich etwas von Charlie Chaplin vorlese und die Leute dann bemerken, dass sie selber komplett gegensätzlich zu dem handeln, was gesagt wird in dieser Rede, dann vielleicht denken sie darüber nach, was sie tun. Und egal, wer das hier hört, ich liebe dich dafür, was du bist. Mir ist es vollkommen egal. Mir ist es vollkommen egal, ob du Mann bist, ob du Frau bist, ob du Christ bist, Atheist, Satanist, Muslim, Jude, Buddhist. Es ist mir egal. Es ist mir egal, ob du schwarz bist oder weiß. Oder mir ist deine Herkunft egal. Mir ist egal, ob du heterosexuell, schwul, lesbisch, bisexuell, transsexuell, pansexuell, es ist mir egal. Du bist du. Und das ist etwas Wunderbares. Sei du selbst und richte nicht über andere, auf das du nicht gerichtet wirst. Ich habe, glaube ich, etwas aus der Bibel zitiert. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass ich das mal mache. Okay. Ich hoffe, dass das Video nicht zu anstrengend für euch war. Und es kommen bald wieder Good Vibes von mir. Also es kommen bald wieder Videos, die aufheitern, die nicht so ernst sind wie das hier. Wie gesagt, also ich habe mir vorgenommen, ich werde zwei blonde Dancefloor-Videos bald bringen. Habe ich beide aufgenommen, bin noch im Schneiden. Mal schauen, ob das was wird. Und Cheerio, ihr Hundsfotz, und bleibt positiv. Bleibt positiv.